Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge haben wir quasi ein Gebäude, in dem wir gerade drin sind, dieses mehr oder weniger gesichert, wenn man das so sagen kann, also gesäubert von allen möglichen Leuten. Hier sind zum Beispiel ein paar dieser Leute und wir haben ein Störsender entfernt. Das hat uns dann quasi ermöglicht, mit Richard wieder Kontakt aufzunehmen. Und er konnte uns dann sagen, hätten wir den Störsender nicht entfernt, wäre das natürlich nicht so gewesen. Er konnte uns dann sagen, dass hier sich drei Leute befinden, ja. Ich weiß auch gar nicht warum. Ganz kurz mal so dieses Ja am Ende. Ist mir aufgefallen, mache ich jetzt schon öfter. Und ist eigentlich ziemlich scheiße. Und warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Und hier sind wie gesagt drei Leute und die wollen wir natürlich befreien. Um alles in der Welt. Wenn es geht. Da ist natürlich auch die Frage, die habe ich mir letzte Folge gestellt. Wie wollen wir die denn bitte befreien? Das sind so Sachen. Über die müssen wir uns auf jeden Fall noch Gedanken machen. Und hier in diesem Haus, in diesem Gebäude ist einer der Leute. Dieser Personen, meine ich. Dieser Wissenschaftler. Und zwar muss man da mit einem Aufzug. Hallo? Ah, so. Also muss man dann mit einem Aufzug nach unten fahren, was ich noch nicht machen will. Denn zwei der Leute sind WHO. World Health Organization oder was? Oh, das ist natürlich eine Sache, wenn das die Welt Gesundheitsorganisation wäre. Wenn die damit verstrickt wäre, das wäre natürlich heftig. Ja, die ist schon sehr wichtig. Eigentlich. Und auf jeden Fall will ich erst die zwei anderen Leute mehr oder weniger retten, bevor ich in den Keller gehe. Denn auf der Karte, kannst du ja nochmal ganz kurz aufrufen, ne? Also, einer, wenn man hier die Treppe hochgeht, ist denn hier einmal einer hier oben in dem Raum. Neil Colvin. Ah, mit ihr reden. Und hier oben Eric Koss finden, mit ihm reden. Und es sieht für mich alles so zusammenhängend aus, aber das hier unten, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ja, der Typ ist so in der Mitte von dem Podest irgendwie, oder... Oder eine Eintiefung. Der Declan Faraday oder wie er heißt. Und dann geht es hier noch so weiter, ganz komisch. Darum will ich mich aber erst später kümmern. Deshalb erst die anderen zwei. Aber zum Glück kann man, wenn wir hier in diesem Gebäude sind. Moment, mal gucken. Kann auf jeden Fall Treppen dann hochgehen. Und wir kommen auch dann in einen ganz großen Raum, sehe ich gerade. Muss mal gucken, was in dem Raum alles so ist. Hoffentlich kein Bosskampf. Und dann kommen wir nach oben. Und dann können wir die erste Person mehr oder weniger retten. Und dann kommen wir nach oben wieder. Und dann können wir die zweite retten. Und dann, wenn wir wollen, noch diesen, da wo gerade Treppe steht hier, diesen Komplex säubern oder so. Und vielleicht auch der hinten säubern. Und? Oder vielleicht... Ja, vielleicht lieber noch nicht der hinten säubern. Ich glaube, da hinten kommen wir dann noch hin. Auf jeden Fall haben wir einen PDA gefunden. Und den werden wir jetzt gleich mal verließen. Passwort. Lassen Sie mich raten, es war eine dieser nigerianischen Spam-Mails, oder? Mit dem auch sei, hier ist mein neues Passwort, Morpheus. Davor wurde geschrieben, Luz, ich richte für alle Nutzer neue Logins und Passwörter ein, wegen der Spam-Mails, die in die Gen-Labors durchgedrungen ist. Eine Login für Sie habe ich schon, irgendwas. Können Sie sich bitte ein Passwort aussuchen und es mich wissen lassen? Es ist einigermaßen eilig. Higgins und Steven waren da drin, ne? Falls das jemand vielleicht kennt, also einmal Steven Lumpkins, das könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt. Der heißt auch Silent Osiris und das O ist eine Null. Das ist einer, der macht Roleplays, also Pen and Paper sozusagen, auf dem Kanal von ItMeJP. Und es ist eigentlich ganz cool und es gibt da sowas, das heißt Swan Song heißt dieses Pen and Paper, da spielt er auch mehr oder weniger mit, aber nicht als Dungeon Master, sondern als Spieler. Und da gibt es auch eine Figur, die heißt Higgins. Ist auch so Cyberpunk-mäßig, habe ich glaube ich schon mal angesprochen, vor ein paar Folgen, als wir in den Höhen von China quasi waren. Und kann ich nur empfehlen. Ist ein sehr interessantes und lustiges und auch spannendes Pen and Paper zum Verfolgen, ne? Die machen quasi immer das online, übertragen das dann auch live auf Twitch und haben dann halt die Mitschnitt auf YouTube. So,
Wie gesagt, wer will, kann es sich anschauen. Ein kleiner Gefallen, sehr geehrtes Sicherheitspersonal. Ich wende mich diese Woche bereits zum zweiten Mal an Sie, in der Hoffnung, die von mir in meinen bisherigen Schreiben erbetenen technischen Ausrüstungen zu erhalten. Ein bisher unidentifizierter Saboteur hat mehrere brutale, jegliche Moral und Anstand vermissen lassen der Angriffe auf die Integrität meiner Arbeitssituation durchgeführt. Wie so oft in letzter Zeit fand ich auf meinem Computer nach kurzer Anwesenheit pornografisches Bildmaterial vor. Die Bilder, auf denen Menschen in widerwärtigster und unnatürlichster Weise mit Nutztieren kopulieren, stellen gleichermaßen einen Angriff auf meine Wertgefühle wie auch auf die althergebrachten Traditionen der Landwirtschaft dar, ganz zu schweigen von den allgemein üblichen Tierzuchtverfahren. Meine einzige Bitte in diese Bereitstellung einer Vorrichtung zur elektronischen Bildaufzeichnung, idealerweise auch mit Restlichtverstärkung, damit ich diese kindischen Straftäter auf frischer Tat ertappen kann. Ihr untertänigster Vorgesetzter, Dwayne Crosby. Okay, das ist jemand, der hier mit diesem Dwayne Schabernack treibt. Mal gucken, ob wir diesen Dwayne auch noch treffen werden. Steht hier? Protects. Ah, Dekontaminierung und so. Room Decontamination. Ja, kennen wir ja schon. Aus. Hallo? Scheiß Tür geht immer zu. Kleiner Quicksave und jetzt. Ja, Moment. Ich dachte, wir hätten das Upgrade, dass wir lautlos laufen können. In der letzten Folge haben wir ja auch irgendwie 19 Praxispunkte gehabt und haben die ganz toll investiert. Lautloses Gehen und Laufen. Aktivierung manuell. Ach so. Ach so. Ah, jetzt haben wir es an. Ah, okay. Schade. Das heißt, das haben wir also nicht immer. Das ist echt schade, aber gut. Auch jetzt kein Beinbruch oder so. Ah. Das sind anscheinend nur zwei Leute oder vielleicht versteckt sich auch irgendwo einer. Also mit versteckt meine ich, ist nicht sichtbar. Hört ihr das von rechts? Ganz komische Geräusche. Wie schalte ich denn die jetzt am besten aus? Am liebsten hätte ich es, wenn beide in der Nähe wären, also irgendwie beieinander stehen würden. Aber wenn das nicht geht, schalte ich natürlich erst den hinteren aus, weil der hat die fettere Waffe. Und nicht, dass der noch einen Alarm auslöst. Oh, das sind über uns Leute. Nee. So. Okay. Jetzt habe ich mich mal für diese Variante entschieden. Wenn das der fette. Oh, schaut mal einen an. Mal durchgucken. Da ist er. Der eine, den wir befreien sollen. So nah und doch irgendwie so fern. Weil wir ihn nicht retten werden. Momentan jedenfalls noch nicht. Nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Oder vielleicht sollen wir ihn doch retten? Weiß ich nicht. Wenn wir die Treppen auf jeden Fall hochgehen können, haben wir hier so einen Verbindungstunnel. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall. Ja, wir sollten eigentlich noch nicht links durchgehen, obwohl wir könnten die vier Räume links checken. Wenn wir jetzt hier in den linken Gang reingehen. Und dann anschließend eventuell in der Mitte hochgehen und gucken, was da ist. Die Räume checken. Und dann den rechten Komplex hier checken. Ich glaube, das machen wir auch so. Machen wir mal kleine Quicksave. Man kann ja nie genug Quicksaven. Seine Weisheit. Upsa. Ah, ist da so ein scheiß Roboter drin? Nee. Wasserhahn. Benutzen. Ist ganz wichtig. Ja, Hygiene. Hygiene ist natürlich immer wichtig. Was ist mit der Musik los? Hört uns jemand? Nein, keiner hört uns. Ah, ist dahinter vielleicht was? Ja. So langsam.
habe ich ja schon mal gesagt vor ein paar Folgen, dass man so langsam immer alles findet. So versteckte Sachen. Also besser als vorher. Hallo. Proband 521. Habe ich gerade die erbieteten Tests an den asiatischen Mädchen abgeschlossen. Proband 521. Tut mir leid, aber sie wurde. Aber sie waren ein kolossaler Fehl. Aber sie waren ein kolossaler Fehlschlag. Ich habe das Stimulationsmuster exakt nach Vorschrift angewandt und sogar in Kombination mit dem Eberhard-Modul getestet. Aber die von euch implantierte HMS konnten nicht die geringste Kortikalneuronenaktivität ausmachen. Ich schätze, ihr müsst wieder zurück ans Reißbrett. Erinnerung zur Urinanalyse des und Strahlung untersuchen. Ist natürlich Strahlung untersuchen, ist natürlich wichtig. An alle Mitarbeiter der Omega Range. Regelmäßige Strahlen und Bioschadstoffuntersuchungen sind eine Grundvoraussetzung für die Beschäftigung innerhalb dieser Forschungseinrichtung. Das Versäumnis eines Termins zur Urinanalyse bzw. Strahlenuntersuchung stellt einen Grund für die fristlose Kündigung dar. Sollten Sie während Ihrer Arbeit radioaktiv oder anderen gesundheitsgefährdeten Stoffen ausgesetzt gewesen sein, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zu Ihrem Arbeitsschutzbeauftragten auf. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Okay. Hört sich ja ganz nett an. Sorgen Sie sich so ein bisschen um die Mitarbeiter. Also auch toll. Ja. Da ist nur einer drin. Ja, den können wir auch eigentlich so ausschalten. Und habt ihr das gehört im Radio? Irgendwas über Arctic. Warte. Okay, redet mir ein bisschen zu lange. War ganz kurz, war ich leicht interessiert, ich hoffe ihr auch. Hatte so ein bisschen darüber gerantet. Ging auch um Hugh Darrow und Co. Und die sind ja in der Arctic quasi. Und Punchy, ja, und wir wissen ja, dass Hugh Darrow da was machen will. Aber vielleicht steht es ja hier sogar drin. Dann lies mir mal kurz. Die Welt zu Gast auf Punchy. Der Milliardär Hugh Darrow hat die Welt in seinen hochmoderne Arktis-Installation Punchy eingeladen. Darrow bringt Abgeordnete der Vereinten Nationen, Meinungsführer der Augmentierungsdebatte und hochrangige Regierungsmitglieder aus aller Welt zu einer dreitägigen Konferenz an einen Tisch. Spitzenthema wird dabei die Augmentierungskontroverse sein. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu fahren ist, arbeiten Darrow und Lim in einer der Hauptsponsoren des Punchy-Projekts gemeinsam an einer Einigung mit der UN und anderen internationalen Gremien in der Frage der Regierung der Humanoptimierungstechnologie. Als Projekt mit dem größten Prozentsatz augmentierter Arbeiter bietet Punchy einen passenden Rahmen zur Demonstration und Diskussionen möglicher Anwendungsbereiche der Humanoptimierung und Hafen von Hengstein nach Explosion stark beschädigt. Okay. Ja, wie gesagt, Hugh Darrow weiß ja anscheinend von den Sachen, die hier vorgehen. Das haben wir ja schon vor ein paar Folgen rausgefunden. Und er trifft sich mit Seraph. Und er ist auch mit Seraph mehr oder weniger gut befreundet. Und das sind ja nun mal so Sachen, die wir überhaupt nicht gutheißen können. Weil wenn sich unser Vorgesetzter mit dem Feind verbündet, dann ist die Chance auch groß, dass unser Vorgesetzter unser Feind ist. Was natürlich scheiße ist. Weil ich meine, er ist sehr einflussreich, genau wie Hugh Darrow. Es wäre natürlich gut, wenn wir die als Verbündeten hätten. Aber man kann natürlich auch nicht alles Verbündete haben. Ich werde mal gucken, ob es hier irgendwie irgendwas gibt. Weil der Raum irgendwie so an sich hat, als könnte da was sein. Aber irgendwie war da doch nichts. Außer dieses PDA. Das können wir gleich mal lesen. Haben wir noch nicht genug gelesen in dieser Folge. Dr. Gomez, ich habe den Auftrag, neue Computerpasswörter für alle Nutzer einzurichten. Ab morgen früh gelten folgende Anmeldedaten. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ist das hier? Ja, perfekt. TechSmacks.
So. Es wurde geschrieben. Besser gesagt, Gomez hat geschrieben. Komm schon, das musst du dir aufgefallen sein. Ich meine, wem gehört das alles hier denn? Jeder weiß doch, dass Hugh Darrow den ganzen Laden mit Hilfe von Strohmännern 2021 zurückgekauft hat. Man muss nur wissen, wo man hinziehen und wen man befragen muss. Es gibt ja jede Menge Interessantes zu entdecken. Denk doch nur mal darüber nach, an was wir arbeiten. Sieh dir nur mal unseren Arbeitsplatz an. Die Antwort darauf? Ja. Hab ich schon mal gehört. Und das alles ist Teil einer finsteren Verschwörung, die darauf abzielt, die Welt der Wissenschaft, nein, die ganze Welt zu manipulieren und zu kontrollieren. Punkt. Aus. Und Schluss. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Oh. An den Scherzkeks, der meinen Bildschirmschoner und Desktop-Hintergrund diese Woche schon zum dritten Mal unbedingt mit tierpornografischen Inhalten verschönern musste. Wirklich sehr erwachsen. Just in diesem Moment installiere ich eine Tracking-Software auf meinen Computer und außerdem habe ich den Betriebsschutz gebeten, eine versteckte Überwachungskamera im Labor zu installieren. Ich werde jeden melden, der die Integrität meiner Arbeitsstation mit diesen widerwärtigen Bildern in Mitleidenschaft zieht. Ich habe euch gewarnt. Dwayne. Bess, ich warte immer noch auf meinen Tracker. Ich weiß, dass du ihn hast, Jim. Oh, Mobbing am Arbeitsplatz. Ist natürlich nicht so was Tolles. Muss man ganz ehrlich sagen. So was sollte man auch nicht unterstützen. Und im Zweifelsfall immer dem Gemobbten Beistand leisten. Ein bisschen predigen. Also ein bisschen Good Guy Sachen predigen. Die ich auch schon relativ wichtig finde, so zu machen. Natürlich kann es sein, dass der, wo gemobbt wird, ein Arschloch ist. Also sich gegen andere Leute so verhält. Aber muss man vielleicht mal ein bisschen tiefer nachdenken. Warum verhält er sich denn so gegen andere Leute? Vielleicht, weil er schon öfter gemobbt wurde und es so seine Art dann geworden ist, sich zu wehren. Und er hat sich dann halt in ihm verinnerlicht. Vielleicht kann man solchen Menschen ja helfen. Muss man mal drüber nachdenken. Sind Sie wirklich ein Wissenschaftler? Das hier ist kein Wochenendprojekt mit einem Grundschul-Chemie-Bauchkasten, Donald. Wir arbeiten an einem Auftrag im Wert von mehreren Milliarden Credits. Verdammt nochmal. Ihr Mangel an Disziplin und Konzentration ist in höchstem Maße unprofessionell und gefährdet Ihren Arbeitsplatz. Bitte nehmen Sie das als meine erste und letzte offizielle Warnung zur Kenntnis. Sollten Sie sich, ganz egal unter welchen Umständen, nicht an die bestehenden Regeln, Protokolle oder Arbeitsabläufe halten, ja, sollten Sie auch nur vergessen, sich beim Betreten des Labors einzustemmen, lasse ich Sie rausschmeißen. Und zwar wortwörtlich. Ich bin nur ungern so streng, aber Ihr Mangel an wissenschaftlicher Sorgfalt hat uns eine ganze Testwoche gekostet. Wir können nicht einfach auf Verdacht davon ausgehen, dass Ihr Fehltritt keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Bitte tun Sie sich selbst einen Gefallen und seien Sie in Zukunft vorsichtiger. So ist es. Kann man nur unterstreichen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Kennt man ja. Okay, der Raum fehlt jetzt noch. Den hacken wir natürlich auch. In toller Hacker-Manier. Wie wir es auch quasi dauernd machen. Oh. Bodi wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Auch wenn wir quasi schon relativ voll sind, glaube ich. Aber Credits kriegen wir dadurch. Und schöne EP. Manchmal. Oh, Purinriegel können wir nicht mehr aufnehmen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Noch ein Riegel. Schade eigentlich, aber wir sind schon voll mit den großen Riegelpacks. Und dann gucken wir mal den Computer an. Der ist ja gar nicht abgesperrt. Stuhlproblem. Kennen wir doch alle. Wir sind uns der mangelhaften Laborausstattung hinsichtlich Stühlen und Höckern bewusst. Wir werden daher in Kürze eine Lieferung dieser so sehnsüchtig verlangten Artikel erhalten. Bis dann bitten wir Sie, möglichst von der Zweckentfremdung teurer Laborausrüstung als Sitzbehelf abzusehen. Sollten Sie trotzdem auf die Verwendung der einer irregulären Sitzgelegenheit angewiesen sein, prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch deren Materialstärke im Vergleich mit Ihrem persönlichen Massenvolumen. In anderen Worten, hören Sie endlich auf, sich mit Ihren fetten Ärschen alles kaputt zu setzen. So. Ja, Küsschen. Oh. Da ist ein PDA. Dr. Ablett. Ich habe den Auftrag, neue Computerpasswörter für alle 0 zu 1 zu richten. Dankeschön. Überall liegen die rum und wahrscheinlich für diesen Computer haben wir es gerade bekommen. Oder auch nicht. Okay. Sind Sie wirklich ein Wissenschaftler? Lol, Mann. Was für eine blöde Kuh. Seht ihr das nochmal an? Das hier ist kein Wochenendeprojekt mit einer Grundschule, Chemiebaukasten, bla 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 bla. Okay, das ist eine ganz schön
angepisst, dass er zurechtgewiesen wurde. Erinnerung an den alljährigen Abteilungswettkampf. Bitte denken Sie daran, dass der Abteilungswettkampf der Omega Range heute um 19 Uhr beginnt. Der Beginn des Halbfinales für die für das Höchstsicherheitspersonal wird Ihnen in einer separaten E-Mail mit gesicherten Zugang mitgeteilt. Denken Sie immer daran, von Ihrer geistigen Fitness hängen mehr Leben ab als nur Ihr eigenes. Genau wie von der körperlichen. Steht nicht dabei. Und das Stuhlproblem. Okay, dann haben wir hier quasi alles durchgeschaut. Viel Tolles gab es in diesen Räumen jetzt nicht unbedingt, nur so ein bisschen Füllmaterial. Und jetzt gucke ich nochmal ganz schnell auf die Karte, damit ich auch keinen Bullshit verzapfe. Hier geht's hoch. Kommen wir einmal runter ins Labor. Nicht. Aber wir kommen hoch. Und können uns hier oben umgucken. Und dann über diese Treppe runtergehen und dann die Treppe wieder hochnehmen, wenn es keine Tür gibt. Gut. Das ist unser Plan für die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst.